über die Gemüse durch. Haben wir was da? Jetzt guck sie mal schon unbedingt! Ich bin zu getrunken. Ja, wie hast du 6 oder 7? 4! Nee, das sind mehr. 7, 6 oder 7 hast du gesagt. Fotzerig. Und ich hab 4 Kilometer. Ich bin schon da. Aber dann ist wieder was hier drauf gesagt. Jetzt geht's von vorne los! Fick dich, Nachbar, du dummes Schwein! Beleidigst du unseren Gast? Achso, ist er noch da? Ja, der steht die ganze Tür. Na komm mal her. Komm mal her. Guten Tag, hallo. Hallo? Rico, jetzt gib mir sofort deine Mutter ins Telefon oder ich raste aus. Hey, hey, hörst du das? Was? Ist die Feuerwehr? Hallo! Ja, hallo, ich glaube, jetzt kommt die Feuerwehr. Ich hab gerade mich verbrannt. Ach so. Das ist kein Scherz, gerade kommt die... Ey! Scheiße, ich glaube gerade von kommt die Feuerwehr. Scheiße, es ist wirklich die Feuerwehr. Was ist los? Warte mal, ich glaube, warte mal. Nee, oh fuck. Ich glaube, wir haben gerade einen Großeinsatz ausgelöst. Scheiße. Warte, warte. Das sind 3 Feuerwehrautos. Das sind 3 Feuerwehrautos. Die fahren da wirklich weiter, Alter. Okay, die fahren weiter. Oh, die fahren gut, weiter. Gut, wir haben keinen Großeinsatz ausgelöst. Warte, ich, warte. Wir, oh. Die würden ja nicht umdrehen. Nee, ich hab gerade mein Bienenkostüm verbrannt. Ja. Oh, Alter! Was auch. Außerdem hätten wir. Also, ich weiß nicht, ob das hier auch so ist, aber man verbindet sich da automatisch mit der. Na, also, ich erkläre Ihnen mal, wie das zustande gekommen ist. Ich hab hier so ein Spenden. Seid mal kurz ruhig, Leute. Die Frau Röders dran. Alter, ich hab hier. Ich hab hier ein Spendengoal erstellt. Da steht, die Biene muss brennen und die Leute haben 200 Euro insgesamt gespendet dafür, dass ich mein Bienenkostüm anzünde. Das nennt man Muffensausen, das ich gerade hatte. Und ich habe mich jetzt quasi verbrannt, also ich hatte das Bienenkostüm an und ich habe das einfach angezündet und mein Teppich ist jetzt voller verbrannten Plastik. Ich komme nicht mehr klar. Ich bin nicht mehr zu retten. Aber für den Teppich kann ich die 100 Euro ausgeben. Wissen Sie warum? Weil die Leute mir 200 gespendet haben. Okay. Ja. Das hat doch wohl Zeit mit so einem Teppich. Wissen Sie, was das aktuelle Hotel-Update ist? Vielen Dank. Ich habe mir einen elektronischen Seifenspender bestellt. Also so irgendwo, wo du Batterien reintust und wo es dann automatisch erkennt, was für Hände da vor dem Spender sind. Vielen Dank an Ja für den Euro. Mach jetzt eine solide Mische. Vielen Dank an Zeno Ambrosius für die 5 Euro. In Volzrico überrasch mal einen guten Kumpel von mir und grüß ihn mal nett. Okay, vielen Dank an JF 1 Euro. Hab was Neues rausgesucht, du kannst einen gemeinsamen Oger erwerben. Alzheimer Balschmeier für die 5 Euro. Extas Glas und entleer, du Hund. Der Mann kotzt sich in seinen eigenen Anus, wenn du ihn anrufst. Okay, Blackfire, 1,14 Euro. Beschwör den Drachenlord, den miesen Schwein, und folgt mir auf Instagram. Vielen Dank. Schon wieder eine Spende. Keeper, 1 Euro, der neue Deo liegt im Müll. Oder Keeper was? Kannst du mal kurz das Licht anmachen? Danke. Vielen Dank. Nino hat mir 3 Euro gespendet, ein Familienmitglied.
geht es ganz schlecht. Danke, dass ihr mich auf andere Gedanken bringt. Nino, ich hoffe, du überstehst es emotional sehr gut. So jetzt zu Ihnen, Ricos Mutter. Ich habe sie jetzt in jedem Stream angerufen. Was ist denn ihre Endbilanz? Also was sagen Sie eigentlich dazu, dass ich sie immer wieder nerve? Ja, ich habe mich schon langsam dran gewöhnt, muss ich mal so ganz ehrlich sagen. Aber mit der Zeit ist das ja, wie ich mich jetzt ausdrücken, ein bisschen belasten. Dass ihr das ja so macht, dass naja, wenn ihr Langeweile habt, was soll jetzt machen, was ihr denkt. Naja, ich erkläre Ihnen mal was. Also, durch das, was ich mache, durch die Community, die ich habe, die spenden mir wirklich viel. Ja, das heißt, vielen Dank. Die Leute spenden mir wirklich viel und irgendwann werde ich richtig erfolgreich. Und sie sind als Person dafür zuständig, dass ich erfolgreicher werde, indem ich sie einfach nur anrufe. Und sie sind eine Person, die dafür exzessiv mitgewirkt hat, dass ich weiter vorankomme auf dem Weg, den ich gewählt habe. Und der Weg, den ich gewählt habe, ist der, dass mein Nachbar hinter mir sitzt und dass ich Unmengen an Spenden generiere, um mir das zu kaufen, was ich benötige. Und das ist zum Beispiel ein automatischer Seifenspender, der auf Sensorik reagiert. Da erkennt man, wie fest die Hände sind oder was? Warten Sie mal. Fuck. Gleich komm. Okay. Jetzt hat's geklingelt. Warten Sie mal kurz bitte. Schatz, geh mal du dran. Ich kann nicht, dass es irgendjemand drin ist. Was? Ich hab niemanden eingeladen, der. Ich hab die Kamera kurz. Ja, hey. Geh jetzt an die Tür. Ah, das war genau mein Reflex. Er hat gerade geklingelt, aber. Oh, fuck. Aber das. Oh. Das kann einfach wegen der Lautstärke sein, weil der hat um die Ohren geschrien. Irgendjemand steht vor der Tür. Ja, aber es ist doch noch nicht spät, es ist ja nicht mehr um 8. Wahrscheinlich wegen dem Feuermelder. Das hörst du oben. Ja, das stimmt. Einmal fragen, ob alles in Ordnung ist. Ja, dann steht der Typ im Schweinekostüm völlig besoffen vor dir, telefoniert mit Ricos Mutter und sagt, ja, ist alles okay. Und die Mutter noch so, ja, alles okay. Alter, die Nachbarn, was sie denken müssen von dem? Nee, es ist so geil. Also ich hatte mit meinem Nachbarn nur zweimal Streit, wo ich eingezogen bin, seitdem nicht mehr. Aber trotzdem gucken die mich immer noch komisch an. Und ich habe da wirklich nichts Schlimmes gemacht, außer mal ein bisschen zu laut Musik gehört. Und trotzdem denken die, ich bin der letzte Vollassi. Aber was sie jetzt von ihm denken müssen? Ich hasse meine Nachbarn so sehr. Ich auch. Na, bis auf zwei. Also. Ja, ich habe unter mir... Oh, Alter. Ich habe unter mir meine Vermieter. Teppich. Und die gucken halt immer aus dem Fenster. Und einmal war halt jemand vor der Tür. Und ich habe halt gewartet vor der Tür. Dann kam der halt zu mir. Und meinte so, ja, wo ist der Megel? Ich so, ja, da und da. Und dann wollten die direkt... Geh mal runter, wir haben Besuch. Hey, was? Ja, wir haben Besuch. Ach so, oh Junge. Ach so, lol. Okay, Leute, wir haben Besuch. Hey. Ja, hatten wir ja schon. Ich hatte aber dann die MP aus. Oh ja, ich kenne das doch. Ich dachte, jetzt schon die Nachbarn. Nee. Riecht ihr das? Ja. Guck dir mal den Teppich an. Alter, wir haben auf jeden Fall hier Besuch. Hier sind einfach zwei Leute aufgekreuzt. Ich kann eure Gesichter nachdenken, sind sie alle, müsst ihr sagen. Okay. So. So, jetzt haben wir die nächsten zwei Gäste. Ja. Diese Männer haben mir vor drei Jahren, wo ich noch bei Edeka gearbeitet habe, mal Embryos in die Hand gedrückt, während ich kassiert habe, als Fempers. Nee. Jetzt seid ihr ins Hotel gekommen? Ja, weil es hier sehr mager bestückt ist, dachte man, wie so Eis. Ja. Alter, ist das krank. Jo. Was habt ihr da? Kroketten? Jo. Ja, die esse ich gerne. Feinste Hirn. Drei Wildhirn. Jawohl, gib mal ein Hirn.